In den Rabattoptionen von Barbie Profi 3 gibt es auch die Option Glatter Betrag, die wir selbstverständlich auch auf alle Artikel oder nur auf den ausgewählten Artikel anwenden können. Ich sage jetzt mal Glatter Betrag auf alle Artikel. Die Besonderheit in dieser Konstellation ist die, dass wir zwar jetzt einen Zahlbetrag von 80,97 haben in der Gesamtsumme, aber unsere Artikel teilen sich auf 19%ige und 7%ige Artikel auf. Wenn wir nun sagen übernehmen, müssten wir einen Zahlbetrag von 80 Euro haben, also das heißt 97 Cent werden abgezogen, aber sie werden anteilsmäßig der Gewichtung der Verkaufssummen unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuersätze aufgeteilt. Das heißt, das Verhältnis von 19 zu 7 wird dementsprechend auch auf den Nachlassbetrag angewandt. Somit haben wir einen Abzug von 19% mit 79 Cent und einen Abzug von mit 7% von 18 Cent. Jetzt mache ich mal Rabatt löschen und lösche den Musterartikel 2 mal raus, diese 7%. Wenn wir nun sagen, wir machen einen glatten Betrag, was passiert? Klar, wir haben nun eine einzige Abzugssumme, weil wir jetzt keine differierenden Mehrwertsteuersätze haben oder mehrere Mehrwertsteuersätze haben, sondern wir haben nur einen 19%igen Mehrwertsteuersatz und somit haben wir auch nur einen 19%igen Abzug. Wir können natürlich auch einen Rabatt vergeben. Und zwar sagen wir jetzt mal, wir wollen auf unseren Musterartikel 3 einen glatten Betrag abziehen. Hier, glatter Betrag. Ist möglich, weil wir eine Nachkommastellensumme haben, sprich 15,99. Wenn wir nun auf Übernehmen klicken, macht Barbie Profi 3 1, weil es ein Einzelabzug ist. Er sagt, ich gebe einen Einzelnachlass, also sprich einen Einzelrabatt. Den muss er nicht mehr auf verschiedene Artikel aufteilen, sondern kann ihn direkt auf einen Artikel anwenden. Macht Sinn. Das heißt, wir haben gesagt 15,99, wir machen einen glatten Betrag draus und ziehen 99 Cent ab. Wie verhält es sich dagegen, wenn wir auf einen glatten Betrag nun einen Rabatt vergeben wollen? Hierzu habe ich mal einen Artikel angelegt, der nennt sich einfach Mein Bauernhof. Und dieser Bauernhof, den wir es mit zwei Klicks sofort anschauen können, hat einfach einen glatten Zahlbetrag in Höhe von 20 Euro. Wenn wir nun sagen Rabatt und wir wollen auf Mein Bauernhof, weil der Artikel ausgewählt ist, einen Rabatt vergeben bzw. einen glatten Betrag vergeben, blendet Barbie Profi 3 die Informationen gleich aus, die gar keinen Sinn machen. Wir erinnern uns, wenn wir einen Artikel mit Nachkommastellen haben, schauen wir mal, wir sagen nun Rabatt, können wir den Musterartikel 3 einen glatten Betrag zuweisen. Das funktioniert, weil wir 15,99 haben. Und wenn unser Artikel natürlich einen glatten Betrag hat, dann können wir nicht auf eine Einzelposition einen glatten Betrag, also sprich bei der Position 5 eigentlich, vergeben, weil es macht ja keinen Sinn, weil 20 Euro ist ja schon glatt. Interessant ist auch folgende Konstellation. Wenn Sie einen Artikel haben, der unter 1 Euro kostet und Sie sagen nun Rabatt, pinke Schraube, da will ich einen glatten Betrag vergeben. Und nun sagen Sie übernehmen. Sagt Barbie Profi 3, das geht nicht. Von 0 bis 0,99 ist keine Betragsglättung möglich. Da müssen Sie dann die Funktion für aufs Haus verwenden, wenn Sie sowas wollen. Anders geht es im Prinzip nicht. Warum geht es nicht? Dazu muss man Folgendes verstehen. Sie vergeben ja, wenn Sie sagen, ich will auf diese pinke Schraube einen glatten Betrag vergeben, vergeben Sie natürlich auf einen Einzelartikel einen glatten Betrag. Das würde bedeuten, dass der Einzelartikel plötzlich 0 kostet. Und 0 ist halt in der Stelle nicht zulässig. Wenn Sie sowas wollen, dann können Sie sagen, Sie machen hier einen Preisnachlass in Höhe von, was weiß ich, 0,29 Cent. Dann würde Folgendes passieren, dann würde der Einzelartikel um diesen Nachlass, weil wir gesagt haben, wir wollen es auf eine Einzelposition anwenden, auch einzeln angewandt unter Berücksichtigung der Stückzahl. Das heißt 99 minus 29 sind 70 Cent, mal 4 sind 2,80 Euro.